Das wird mit Hunderttausenden Euro oder Millionen Euro sogar aus dem Bundeshaushalt gefördert in den letzten Jahren. Wie korrektiv, ja? Wer ist denn gegen Korrektur? Klingt ja erstmal wahnsinnig lehrerhaft, ne? Langweilig und seriös. Also das ist alles Betrug. Aber bei Korrektiv, da wissen wir es. Also wir wissen von Ah. wer Korrektiv finanziert und trotzdem alle Medien, wenn die irgendwas veröffentlichen und angeblich die große Recherche über die AfD raushauen, wissen wir am Ende war irgendwie nichts. Also die haben sich da irgendwelche Worte ausgedacht, die gar nicht verwendet wurden, haben völlig falsch wiedergegeben, was da passiert ist. Und trotzdem haben die damit Massenproteste produziert. Ja, weil wir in einem Zustand ja sind mittlerweile, der ja auch nicht mehr der sich nicht mehr selbst heilen oder reinigen kann, ist meine Überzeugung. Man kann diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht reformieren. Da sind so viele Abhängigkeitsnetze drin. Guck dir an, was neulich kam, dieser Aufruf hier, dieses Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe ja im Kontext und im Hintergrund dann mit vielen Ex-ÖRR-Journalisten gesprochen und ich will jetzt keinem persönlich auf die Füße treten, aber am Telefon war immer das Gleiche. Ja, weißt du, Paul, wenn ich nur könnte, wie ich wollte, dann täte ich machen, wie ich eigentlich nicht dürfte und dann bin ich eigentlich ein ganz mutiger, aber ich will ja auch mal wieder einen Job kriegen. Ohne Witz, O-Ton, ja? Oder auch, was ich verstehen kann, Hartz IV reicht mir jetzt. Irgendwann muss ich mal wieder irgendwo hinkommen und wenn ich mit dir spreche und das auch noch vor einer Kamera, kriege ich nie wieder einen Job. Wahnsinn, ja? Das ist ein Wahnsinn. Und zu was das führt, sehen wir jetzt gerade. Heute die Schlagzeile war ja, Diakoniepräsident erklärt allen Arbeitgebern, AfD-nahe Mitarbeiter sollen entlassen werden. Alter Schwede, das ist kein Witz. Ja? Das ist tatsächlich eine Presseerklärung heute eines Kirchenchefs, der erklärt, Menschen, die die AfD unterstützen, dürfen in der Diakonie nicht arbeiten. Und allen anderen Arbeitgebern empfiehlt er das auch. Und dann auch noch mit dem Zusatz. Zuerst natürlich ein Gespräch. Aber wenn das nicht hilft, arbeitsrechtliche Maßnahmen. Soweit sind wir ja im Öffentlich-Rechtlichen schon ganz lange. Da gibt es dann keine Korrektur durch Transparenz. Da bin ich tatsächlich auch nicht für verbieten, sondern für abschaffen. Einfach defund them. Nimm denen ihr Geld weg. Von heute auf morgen muss der Öffentlich-Rechtliche freiwillig sein. Das ist Demokratie. Ja, du entscheidest, ob du ihm zahlst. Ich habe so eine Ahnung, wie das ausgeht. Ja, dann würde der größtenteils pleite gehen. Das kann man ja ziemlich einfach So. sagen. Also. Ja, ich halte den derzeitigen öffentlich-rechtlichen auch nicht mehr für reformierbar. Also das ist ja ziemlich offensichtlich, was da mittlerweile läuft, wie die Rundfunkräte besetzt sind und ja, wie unbelehrbar diese Journalisten da sind. Also die scheinen Keine entweder in einer Journalisten. Parallelwelt zu leben oder wirklich, also Es ihren Job nicht ernst zu nehmen. sind keine Journalisten. Journalisten sind die Feinde der Mächtigen. Wenn du auf Macht stehst, dann werd Politiker. Und wenn du Macht ausüben möchtest, dann geh in die Politik. Wenn du Informationen, ja, wenn du sozusagen eher Anarchist bist und wenn du den Einzelnen stärkst und wenn du die Macht kontrollieren möchtest, dann werd Journalist. Das ist eigentlich die Reihenfolge, das ist die Arbeitsteilung. Es kann nicht sein, dass Politiker sich wohlfühlen, wenn sie mit Journalisten beim Abendessen sitzen. Das ist so, als wenn Drogendealer mit dem Staatsanwalt irgendwo sitzen, ja? Denn darum geht's. Es ist Checks and Balances, das System, ja? Es geht darum, es geht um Korrektiv. Und ein Journalist hat auszuforschen mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, um zu gucken, was steckt wirklich dahinter? Wie sind die Tatsachen? Und auch der Journalist selber muss sich das gefallen lassen und muss sich kritisch beleuchten lassen permanent. Das passiert nicht mehr. Ja, aber wir müssen, also für viele Sachen muss man ja nicht mal gründlich recherchieren. Also die Deindustrialisierung Deutschlands, da braucht man einfach nur auf die Seite des Statistischen Bundesamtes gucken, sehen, wie stark ist die energieintensive Industrie denn heute eingebrochen. Die ist 15% eingebrochen im Vergleich zu vor 2 Jahren. Also das ist eine absolute Katastrophe für so einen kurzen Zeitraum. Was machen die Journalisten? Berichten nicht darüber. Bezeichnen Leute, die über die Deindustrialisierung berichten, noch als Verschwörungstheoretiker. Weil eben diese Journalisten keine sind. Sie sind Verlautbarungsorgane, sie sind Pressesprecher, Pressesprecher der Macht. Und das ist der Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Pressesprecher, ne? Man kann die Seiten mal wechseln, aber das ist ja momentan normal. Seibert war ZDF-Journalist, wurde Pressesprecher von Merkel, ist jetzt Botschafter Deutschlands in Israel. Was ein derartig geschmackloser Treppenwitz der Geschichte ist, wenn man sich das überlegt, dann hatten wir jetzt gerade, ist die Pressesprecherin des Faschisten im Amt des Bundespräsidenten wieder zurückgewechselt und wurde ARD-Hörfunkchefin. Also das ist eine Drehtür oder um es mit Two and a Half Men zu sagen, ist wie im Hamsterkäfig, jeder mit jedem. Und da ist keine Trennung. Weißt du, wenn du mir morgen einen Job gibst als dein Sprecher und zahlst mir da gutes Geld als Staatssekretär und dann gehe ich wieder zurück und soll dann berichten über deine Reaction-Videos. Ne? Also es ist offene Korruption. Es ist ganz normal. Wie bestellt, so bekommen.
Und deswegen halte ich es auch für abstrus, dann solche Manifeste irgendwie weiterzubreiten. Ich finde das ja rührig, wenn Ex-ÖR-Journalisten sagen, wir müssen das tun. Ja, aber da ist auch die Tendenz drin der Restauration. Ja, wir erleben eine Art linken Restaurationsversuch bei vielen. Also gerade bei Sozialdemokraten. Die sagen, wir hatten doch da diese schöne, kuschelig-rote Republik früher. Naja, ob die so schön und kuschelig war, weiß ich nicht. Zurückerinnert meint man das. Ja, und jetzt glauben die, mit solchen Reformen dahin dann doch trotzdem einen Staatsfunk weiter betreiben zu können, mit Pflichtabgabe, so steht es ja in diesem Manifest dann zum Beispiel drin. Was sagt das? Das sagt es eigentlich, dass die den Schuss noch nicht gehört haben. Die haben noch nicht die Konsequenz wirklich angenommen, dass das gescheitert ist. Das ist wie eine kaputte Ehe, in der man sich nicht so richtig trennen kann. Und ich sage, wir sind lange drüber hinaus, da muss Schluss gemacht werden. Dieser Staatsfunk muss komplett weg. Ja, realpolitisch stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das jetzige System ist nicht mehr zu reformieren. Das sieht man auch, also das sieht man an der Berichterstattung. Du musst ja nur einmal Tagesschau einschalten. Du siehst, dass, wie gesagt, über die relevanten Sachen wird nicht berichtet oder die wichtigsten Fakten werden weggelassen. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun oder diese furchtbaren Funkformate, die ich hier auch täglich im Stream kommentiere. Aber ja, du machst das, ja? Meine Liebe. Wenn man jetzt utopisch denkt und sagt, wenn wir in politisch gesitterteren Zeiten wieder sind und man es irgendwie schafft, die Rundfunkräte neutral zu besetzen, ich weiß, das wäre unglaublich schwierig, die staatsfern, aber trotzdem irgendwie repräsentativ zu gestalten, aber dann wäre ich schon dafür, dass wir sowas wie einen Öffentlich-Rechtlichen hätten, auch mit festen Budget. Okay, darf man ja sein, ja. Demokratie ist ja was Feines. Da sage ich immer, dann lasst uns drüber abstimmen. Also auch so eine Ja, gerne. Abstimmung. Finde ich spannend, ja. Lass das machen. Ich würde sogar vielleicht, und ich bin dafür, mit Geld abzustimmen, ich würde sagen, hier, das gibt es, der Staat schlägt das vor, ja, oder wir stellen das dazu. Beispiel 10 Euro im Monat wollen wir haben für dieses Projekt. Ich würde sogar 10 Euro im Monat geben eine Weile und würde mal gucken, wohin es geht. Ja. Sowas könnte man ja tun. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, ich hätte gerne einen nicht kommerziell gebundenen Sender, der zum Beispiel Nachrichten verbreitet oder solche Dinge macht. Ja, finde ich auch. Nur der Weg dahin, das ist ein bisschen wie mit Europa. Ulrike Gero sagt ja immer, wir müssen die EU ausbauen zu einer europäischen Republik. Ich sage immer, nee, Entschuldigung, wir müssen nicht ein kaputtes Gebäude ausbauen, wir müssen ja mal abreißen und neu bauen. Ja, und deswegen ist das ein wesentlicher Unterschied, ob man jetzt sagt, wir fangen mit einem Konzept neu an oder wir reformieren eben das Vorhandene. Wenn man es nicht reformfähig findet, dann muss es eben weg. Das gilt für den Staatsfunk wie für Europa. Ja, über die EU müssen wir auch mal diskutieren, denn die halte ich im Gegensatz zu dir tatsächlich für reformfähig. Also Wie? Das da entscheiden die Nationalstaaten, was passiert. Also die EU, die ist aktuell nur so kaputt, weil auf Ebene der Nationalstaaten halt Regierungen an der Macht sind, die das genauso weitertreiben wollen. Wenn da andere Regierungen an die Macht kommen würden, dann sähe die EU auch anders aus. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich deshalb, weil meine Hypothese ist, dass in diesem Berlaymoder in Brüssel mittlerweile ein selbsterhaltenes System von übelster Korruption sich eingerichtet hat. Das siehst du an diesen Pfizer-Verträgen beispielsweise. Das siehst du aber auch an der Brüsselokratie mit den Abgeordneten und dem, was da an Schindluder getrieben wird. Ich glaube, es hat sich lange verselbstständigt. Und ich glaube, dass dieses EU-Recht, also diese Ablösung der EU als Instanz von dem Einfluss der Nationalstaaten schön zu erkennen ist, auch an den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel in Deutschland, das sich ja selber entmachtet hat Stück für Stück. Ja, wir haben ja eine Kollusion, ein kriminelles Zusammenwirken von solchen Parteikorruptionsinstanzen wie der deutschen Regierung und eben dieser Brüsseler Behörde, die ja ihren Interesse ja darin besteht, so eine Art supranationalstaatliche, so eine Art Weltregierung oder Europaregierung anzubauen, um die Verantwortung abzulenken, eben zu sagen, das sind ja gar nicht, also Deutschland kann ja sagen, sind gar nicht wir schuld, das macht natürlich die EU, ja. Das ist ja immer das schöne Spiel, Kollege kommt gleich, ich war es gar nicht. So funktioniert es ja immer, die Leute in die Irre zu führen. Nein, du hast insofern recht. Hätten wir in einer Mehrheit der europäischen Staaten eine wirklich Antiparteienkorruptionsregierung, eine demokratische Reformregierung, dann würde sich dadurch eine Form der EU realisieren lassen. Da stimme ich dir zu. Aber wenn du das sagst. Ja, Aber ich ja. halte das für absolut unrealistisch, das zu erreichen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der mächtigste Einzelweg ist, einen Dexit hinzulegen. Sagen, Deutschland tritt da aus, dann ist nur noch Frankreich alleine da, um die EU zu finanzieren, im Wesentlichen. Ja. Und bei Frankreich sieht es ja übel aus momentan. Wenn du die französische Volkswirtschaft anguckst, Halleluja. Ja, sieht kann gut besser sein. Aus als bei uns. Ja, stimmt. Okay. Ja, in vielen Eckpunkten ja.
Was Verschuldung angeht und so, ich glaube 45%, das ist noch massiv über Deutschland. Aber was die Basiswerte angeht oder die Infrastruktur in Deutschland, müssen wir gar nicht streiten. Ja. Aber wir sagen, hätten wir jetzt einen Dexit, dann glaube ich, hätten wir auch eine automatische EU-Reform. Und nochmal, ich bin auch kein Gegner einer europäischen Integration. Ich war mal als Schüler ein Riesenfreund davon, dass wir offene Grenzen haben, eine Währung. Konzept fand ich super. Jetzt muss ich sagen, der Euro ist eine Katastrophe, funktioniert nicht, weg damit. Auch da abreißen und gerne neu bauen.